Die deutsche Fernsehlandschaft steht unter Schock. Alfio de Benedictis, vielen bekannt als Fernando de la Vega und beliebter Darsteller der Serie Berlin Tag und Nacht, ist verstorben. Zu seiner Todesursache ist derzeit nichts bekannt. Im Netz nehmen seine BTN-Kollegen Abschied von ihm und zollen ihm Respekt. Lutz Schweigel gedenkt Alfio de Benedictis mit einem bewegenden Zusammenschnitt gemeinsamer Bilder. Dazu schreibt er: Ruhe in Frieden. Pia Tillmann teilt ihre Bestürzung mit einer Reihe von Fotos und persönlichen Worten. Ich bin schockiert und traurig. Dennoch war es eine Frage der Zeit, dass diese Info kommt. Auch wenn dein Herz groß war, funktionierte es schon zu unseren Anfangszeiten bei BTN nicht immer reibungslos. Danke für unvergessliche Momente und Jahre. Für unfassbar viel Spaß, gute Zeiten und gemeinsame Tränen. Viel Kraft an deine Familie und engen Freunde in diesen schweren Stunden. Ich hoffe, es geht dir gut, wo auch immer du jetzt bist. Das Produktionsteam von Berlin Tag und Nacht meldete via Instagram: Mit großem Entsetzen haben wir von dem Tod unseres langjährigen Weggefährten Alfio de Benedictis erfahren. Und weiter: Alfio verkörperte viele Jahre die Rolle des Fabrizio bei Berlin Tag und Nacht und bleibt uns vor allem durch seine gute Laune und herzliche Art im Gedächtnis. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. Alfio, wir werden dich nie vergessen. Alfio de Benedictis spielte zwischen 2011 und 2017 Fabrizio bei Berlin Tag und Nacht und kehrte 2020 kurzzeitig zur Soap zurück.